Ja, hallo, liebe Gartenfreunde. Ich möchte euch heute mal zeigen, wie ihr eure Tomaten direkt im Sack der Blumenerde anbauen könnt. Ihr braucht dazu keinen Garten, keinen Topf, kein großes Equipment. Das ist eine super Möglichkeit für jeden von euch, ganz einfach die ersten Tomaten anzubauen. Ich zeige euch jetzt mal genau, wie das geht, Schritt für Schritt, und erkläre euch, was wichtig ist. Es gibt so ein paar Sachen, auf die ihr achten müsst, aber prinzipiell ist es eine ganz, ganz einfache Möglichkeit und funktioniert wunderbar. Natürlich eine Tomate. Dann einen Sack Blumenerde, ganz normale, die ihr im Baumarkt kaufen könnt. Nehmt auf jeden Fall so groß wie möglich den Sack. 40 Liter ist prima. Kleiner würde ich jetzt nicht unbedingt machen, geht aber auch. Dann braucht ihr noch eine Schnur, um die Tomaten nachher hochzubinden. Ihr könnt auch Tomatenhaken nehmen, je nachdem, wo ihr die Tomate nachher platziert. Dann ein paar Hölzchen, die sind ganz wichtig, erkläre ich euch gleich warum. Ein Cuttermesser und dann noch ein bisschen Nährstoffe. Einmal ein Langzeitdünger, ich nehme dazu Hornspäne und ein Volldünger. Das eignet sich prima, Guano. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht für die ersten Wochen. Jetzt zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ihr das umsetzt. Eine ganz einfache Sache, habt ihr in wenigen Minuten fertig und könnt wunderbar Tomaten anbauen. Als erstes sucht ihr euch den Platz aus, wo die Tomaten wachsen sollen. Es bietet sich an, die dort anzubauen, wo ihr eine Schnur runterlassen könnt. Bei mir stehen die hier so halb unter der Terrasse, direkt im Südbereich. Da funktioniert das prima, habe ich die letzten Jahre auch so gemacht. Dann sucht ihr euch einen schönen Platz aus, wo die Tomaten wachsen soll, und legt einfach mal was von den Hölzern hin. Die dienen eigentlich nur dazu, dass der Sack unten etwas Luft zum Boden hat und dann das Wasser da besser abfließen kann. Oder wenn ihr die jetzt zum Beispiel auf der Wiese habt, dann könnt ihr das auch mit den Stöckchen machen oder Steine oder was ihr habt. Einfach so ein bisschen drunter. Und jetzt nehmt ihr euch den Sack und schüttelt den ein bisschen, sodass die ganze Erde nach unten sackt, und stellt den hier schön feste drauf. Da sieht man jetzt schön hier unten, der Sack steht nicht direkt am Boden auf, sondern hat ein bisschen Luft, weil da machen wir jetzt nachher noch Löcher rein, dass das Wasser gut abfließen kann. So, dann geht es im nächsten Schritt darum, hier oben den Sack einfach aufzuschneiden mit dem Cuttermesser. Das muss auch jetzt nicht schön aussehen. Und jetzt krempelt ihr den einfach um. So, ganz einfach. Im nächsten Schritt wird einfach noch ein bisschen die Erde gedüngt mit Langzeitdünger. Ich nehme da so eine Handvoll Hornspäne, ja, nicht ganz, so ungefähr. Man kann ja immer noch nachdüngen, ein bisschen einarbeiten. Umso tiefer, umso besser. Aber durch das Gießen lösen sich die Nährstoffe auch mit der Zeit auf und sickern nach unten. So, und wenn ihr möchtet, einfach noch ein bisschen Guano oben dazu für die erste Zeit. Der ist einfach schneller verfügbar und versorgt die Pflanze am Anfang gleich mal. Brauchen wir auch nicht allzu viel, ein bisschen lieber noch im Laufe des Jahres danach düngen mit Flüssigdünger oder noch mal hier ein bisschen Kompost dazu oder was ihr habt. So, das war schon alles. Der Sack steht gut. Und jetzt können wir schon direkt mit dem Pflanzen loslegen. Aber bevor wir jetzt mit dem Pflanzen loslegen, noch eine ganz wichtige Sache zum Thema Gießen. Das Wassermanagement ist in so einem Sack natürlich super wichtig. Und dafür müssen wir jetzt unten ein paar Löcher reinschneiden, dass das überschüssige Gießwasser ablaufen kann. Denn dazu nehmt ihr euch jetzt einfach den Cuttermesser und schlitzt am untersten Punkt vom Sack einfach ein bisschen ein. Dann kann das überschüssige Wasser eben auslaufen. Und was man auch noch machen kann, ist einfach ein paar Löcher in den Sack reinmachen, dass die Erde einfach nicht schimmelt. Wenn jetzt mal eine Zeit lang viel Regen ist und dann hier Sonne drauf scheint, dann wird der Sack natürlich schnell warm. Aber da, wie ihr das verhindern könnt, das zeige ich euch jetzt gleich. Da kann man nämlich noch ein bisschen was machen, weil so sieht der Sack natürlich auch nicht so hübsch jetzt aus an sich. Aber es geht ja ums Prinzip, und das zeige ich euch eben mal. Ein paar Löcher rein, fertig. Wichtig sind eben die Löcher hier unten, dass das Wasser ablaufen kann. Das ist ganz wichtig, weil wenn Staunass ist, dann gehen die Pflanzen ein. Ja, dann heißt es einfach nur noch Pflanze einpflanzen, ein Loch in die Erde. Schön tief. Man kann die Tomate auch ruhig ein bisschen tiefer pflanzen, weil die Tomate bildet dann nachher hier auch noch Wurzeln an der Seite. Einfach Loch graben, Tomate aus dem Topf nehmen, schön einsetzen, Erde drum, schön festdrücken. Und jetzt kommt das Anbinden, das zeige ich euch noch, wie das geht. Das ist ganz wichtig, weil sonst knickt euch die Tomate um. Ihr könnt natürlich auch einen Stock reinstecken oder irgendwas anderes. Ich mache das immer mit einem Schnürchen und wickel die dann drum. Das funktioniert perfekt. Ich habe jetzt meine Schnur hier oben an einem Terrassendach festgemacht. Die hängt genau senkrecht runter. Jetzt bindet ihr die einfach ganz locker unten fest um die letzten Blätter. Lasst eine große Schlaufe, dass der Stängel noch wachsen kann in der Dicke. Einfach ganz locker festbinden, so.
Man sieht es gut, hier eine große Schlaufe. Dann wickelt ihr die Tomate einfach mit der Zeit immer rum. So, als letzten Schritt einfach noch schön angießen. Einmal, dass das komplette Wurzelwerk mit Wasser durchtränkt ist. Und das war es eigentlich schon. Eine ganz einfache Sache. Was ihr noch machen könnt, ist natürlich hier den Sack mit Jute verkleiden oder was ihr habt, einfach, dass es ein bisschen schöner aussieht. Mich stört es jetzt nicht. Mir geht es ja auch einfach ums Prinzip. Ich lasse hier einfach den Lavendel hier ein bisschen hinwachsen. Für mich passt es so. Was jetzt einfach wichtig ist bei der Pflege der Tomaten, ist einfach das Thema Gießen. Denn in so einem Sack ist natürlich das Wasser ein ganz limitierender Faktor und auch das Nadelöhr sozusagen. Zu viel Wasser und die Pflanzen gehen ein, zu wenig und die gehen auch ein. Also wichtig ist, einfach regelmäßig mit der Hand fühlen im Boden, wie der sich anfühlt. Das Ziel ist, den Boden ganz leicht feucht zu halten. Nicht nass, sondern so ganz leicht feucht. Am besten immer in die Hand nehmen den Boden, weil einfach nur gucken ist schwierig, da kann man das schwer beurteilen. Und ja, das ist eigentlich schon alles. Dann die Tomaten regelmäßig ausgeizen, schön umbinden und dann im Sommer auf eine schöne Tomatenernte freuen. Eine ganz einfache Sache. Das kann jeder bei sich zu Hause so umsetzen. Eine super easy Sache. Man braucht keinen Topf, man braucht nichts. Kann direkt loslegen. So sieht es jetzt bei mir aus. Die Tomate steht hier in der prallen Südseite, direkt im Kräuterbeet. Ein herrlicher Anblick und da kann die Tomate wunderbar wachsen. Ich hoffe, das Video war für euch eine Inspiration. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.